Und ich bin jetzt ein kranker Hagel gegangen. Ich hab damals, glaube ich, 38 Fieber. Ich fahre den Radler. Die haben mich ausgelacht, die jungen Kollegen. Machen wir heute noch was. Und ich da, wenn ich nächste Woche wieder Hagel gleich mal reinkomme, einer schaut mich so schön aus und deppert. Ich glaub, der Hagel, der Stellvertreter, das hat uns ein Kind geschissen. Der ist 5 Jahre jünger als ich, ne? Das leidet einmal eh, weil er 5 Jahre länger Hagel geben muss, bis ich schon 5 Jahre Moringer warten muss, bis du erbänt sie. Wer heißt der Fußball in die Gassen? In seinem Quadrat, ja. Dann sind sie blüht, aus die Augen über raus, die kommen die Uhr, bei der Nase. Jetzt sagt die Uhr, der Arschkörner. Du trägst an den. Dann der, da gibt's noch so einen Rosen drinnen. Der redet nichts. Der war wie ein Rampler, wie ausgestopft, der Gräser. Der schaut nur so drei. Ne? Das war auch schon wieder, ne? Und der Oberleiter, naja, über den Brüch mal reden. Ein Kloster mit einem Schnauzer, mit einem Hitlerblick, ja? Den kenne ich gleich wie 42 schon wie die. Ist ja kein durchsichtige Eingangsdielfragerbüro. Das ist ein Maus-Kreuz-Tier, ne? Wenn ich auch, wo kenne ich gleich mit dem Bogen, der sitzt halt hinter dem Stellvertreter und hinter den anderen. Lager angestellt, ne? Aber gleich mit dem Bogen, gleich die Fresse, ne? Hat er dann gleich die. Die Kuh raus, die kommt der Hitlerbord alle voll, die Urwaschen alle voll, und gleich die großen Kranzscheißen, gleich da bricht der ganze Huren, blade Sausche nach. Da fliegt es wieder auch was. Schon gestern Abend vorgefertigt gemacht. Kochtes Eier. Ja, schau, ich zeige euch das. Ne? Dann, dass ihr das sehen könnt. Ne? Ich sehe schon, ne? Das ist ein Garhung. Ne? Aber wenn du einen Garhunger hast, am besten machst du ein Eier. Ne? Ein hartes, gekochtes Ei, nicht zu hart. Ne? Ja, dass du nicht, das ist auch so geht wie mir. Keine Hammer mehr in der Pappen, ne? Keine Beißerung mehr. Ja, das ist alles. Ich habe das gesehen, das muss man rein. Habe ich schlecht aufgeschreckt. Schlecht aufgeschreckt habe ich das. Na was, du hast meistens Angst, hast du das halbe Eier weg, oder? Ich fange jetzt auf. Ja, scheiße, und die Zeit rennt. Ich bin in Stress. Ich will mir noch ein paar DVD-Filme anschauen, was muss ich jetzt entscheiden? Ich will da schon einmal einen Vampir-Film machen oder einen Bester. Oder, ich weiß nicht, irgendwas anderes. Oder gleich mal einen Wichsen an. Weil der schon im Bett wichst. Wie ein Wahnsinniger. Aber ich meine richtig normal wichsen, also für den PC-Bildschirm, ne? Weil man da ist. Das ist gar nicht so. Was ist das so? Was ist das da? Ist das das? Ist das das? Weil du dir gehst, Ovi. Wir schlangen. Wie Anaconda. Ach so. Gut war's. So, das war's. Jetzt machen wir noch die Brot. Die Brot. So, das ist ein gutes Schnittbrot. Wir haben gleich mal einen Wochenschnittbrot. Das hält eine Woche lang. Das nehme ich da raus. So. Zwei so Schnitten vorgeschnitten. Ein toller Bauch. Ja, gehen wir raus. Gehen wir so her. Da, ja, wie schön das geht. Jetzt brauche ich wieder eine. Butter ist auch da. Jetzt mal pass auf, wenn ich noch einen Schäler gekauft und dreht da. Butter ist auch da, frisch geworden. Reingelegt. Der Butterklumpen. Der Butterblock. Mach den Scheiß zu. Da, so, das war ja ein Messer. Das ist ein Zeiger, wie gut ist. Ein Brot ausschneiden kann. Also wir nehmen das, wir halten das hin und dann schneiden wir. Kack, kack. Gehen wir. Ja, das reicht, glaube ich. Jetzt, wie Butter ist auch alles, oder? Ja, gar wenig, dass die Bohren wenigstens zu sind, ja. Der nächste Keller, ein bisschen größer, da, wie du siehst, schaut, seh. Ja, hier, richtig, alles drauf ist, ordentlich, ne. So, was soll ich dazu fressen? Das frage ich mich die ganze Zeit, was soll ich dazu fressen? Naja, entweder nehme ich eine Marmelade, ne. Ich habe Marmelade auf jeden Fall, aber am Zimmer zu viel, da habe ich eine gute Marmelade, ne. Das ist wieder ein Scheiß, schau. Das ist auch schon die Tier. Ja, das hängt sich bald aus, glaube ich. Nein, das geht nicht schön zu.